Ach, über den Jürgen Bremer, da wird ja viel erzählt, dass er ein Straßenboxer ist, Knastboxer etc. Was sagst du dazu? Der Jürgen Bremer war im Gegensatz zum Felix Sturm an Hartwig nie ein Freund von mir gewesen, im Sinne von, dass ich jetzt mit ihm eine engere Beziehung hatte. Es war einfach nur: Hallo, Tag, tschüss, wie geht's, alles klar. Wir sind ins Trainingslager gefahren. Ich war mit ihm damals beim internationalen Turnier in Alghero in Italien gewesen. Da hat er da den Ricky Hatton deklassiert, der nachher jetzt eigentlich fast eine Boxlegende aus England ist. Der Jürgen Bremer hat ihn bei den Junioren deklassiert. Das heißt, ich habe zu ihm, weil auch so ein bisschen Konkurrenz bestand zwischen den Vereinen. Ich war für den Berlin, vom Berliner TSC, und er hat für den SC Schwerin geboxt, ehemalig Traktor Schwerin. Und also heute ist das wieder Traktor Schwerin. Und deswegen, es war nie jetzt ein Freund gewesen, es war ein Kamerad aus derselben Mannschaft, wenn wir in der Nationalmannschaft waren. Aber ich kann nicht bestätigen, ja, ich könnte jetzt über den herziehen und sagen, das ist voll der Assi oder so, ja, aber ich kann nicht bestätigen, dass das irgendwie ein Asozialer ist. Also ich habe nie erlebt, und wir waren wirklich in vielen Trainingslagern, wir waren bei vielen Turnieren zusammen, deutsche Meisterschaften, ich habe ihn da natürlich sehr oft gesehen. Ich habe nie irgendwie gesehen, dass er irgendjemanden blöd angemacht hat, ja, oder irgendwie aggressiv war, und weil er so gar nicht nötig hatte, weil der boxerisch top gewesen ist, und der brauchte sich nicht irgendwie Anerkennung zu holen, indem er irgendwelchen Leuten auf den Kopf haut. Und man muss eins wissen: Es ist oft so, dass Leute auf der Straße, wenn sie jetzt jemanden sehen, er war ja einmal im Gefängnis gewesen, soweit ich weiß, wegen Körperverletzung. Es ist oft so, dass Leute jemanden sehen, der ist Boxer, hin und her, und die haben vielleicht einen getrunken, sehen, der sieht nicht so brutal aus jetzt auf der Straße, und die wollen sich dann mit einem messen. Und der Jürgen Bremer ist ein Halbschwergewichtler, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie das Tier. Ja? Ist ja keine 2 Meter groß, sieht ja aus wie Klitschko oder Deontay Wilder oder sowas. Ja? So, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute auch einen großen Mund gehabt haben, auch vielleicht sogar angegriffen haben, weil ich habe nie von ihm gesehen, dass er irgendwie, hat er auch gar nicht nötig, jemanden angreifen oder was auch immer. Und dann hat er vielleicht ihm eine gegeben, und dann ist der Typ umgekippt. Und dann am Ende, natürlich, wenn du vor Gericht stehst als Boxer, als Profiboxer, als jemand, der in der Weltrangliste ist, etc., dann hast du, je nachdem wie der Richter ist, schon verloren. Deswegen, wie gesagt, ich war nicht dabei gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so abgelaufen ist, weil ich, wie gesagt, nie gesehen habe, dass er irgendwie jemand ist, der aggro ist oder so. Ja? Also ich habe es nie erlebt. Und wenn das passiert ist, ja, dann ist das passiert. Es passiert jedem Mal irgendwie ein Missgeschick. Und wenn dann irgendwie Medien oder andere Leute kommen oder irgendwelche Neidhammel kommen, die es zu nichts gebracht haben und dann anfangen rumzuhetzen, ja, da sage ich nur: Sterbt an eurer Wut. Das sind meistens die Leute, die selber nichts gerissen haben und deswegen irgendwie versuchen zu erzählen: Ja, guck mal, sein Knastboxer ist ein Krimineller. So, also versucht man den Boxsport kaputt zu machen. Barakallahu fiik.